Pfeffer, Schinken und Reiniger. Gut, irgendein Reiniger, aber die Frage ist immer, welcher ist das? 368, 831. Ist ja bald alle das Zeug, weißt du? Dann motzen sie, ist teuer. Ja, wir haben halt Krieg, weißt du? Da wird alles teurer. Mal gucken, ob wir, mal gucken, was passiert. Ich mache auch nicht alles teurer, sondern nur mal so ein paar Sachen. Ich bin ja mal gespannt, was das gibt. Na gut. Wir öffnen, ne? Das wird ja ein Spaß. Wenn die jetzt hier reinkommen und denken so, meine Fresse, ist das teuer geworden. So geht das auch viel schneller. Ich weiß halt nur nicht, ob wir so auf dem Wege noch die 65 erreichen. Das weiß ich nicht. Lief gerade Werbung, ja, ne? Bei einigen läuft sie noch. Ich tippe auf, das ist so teuer und das auch und das ist recht, ja. Wahrscheinlich sind wir gleich wieder bei Level 63. Aber irgendwas kaufen die immer. Wir gucken mal, wie es sich entwickelt. Ich kann das ja immer wieder rückgängig machen. Dann dauert es halt einen Tag länger. Bestellen wir irgendwas nach, mein Gott. Ne? Hier, siehst du, ist zu teuer. Aber irgendjemand wird das schon kaufen. Sushi groß ist zu teuer. Wir wissen, 7000 ist so die Grenze. Wenn wir jetzt gleich bei 1000 sind, dann wissen wir, war schlecht. Apfelsaft ist alle. Aber den Apfelsaft habe ich doch gar nicht mehr im Programm. Wieso meckern die, dass Apfelsaft nicht da ist, wenn ich doch gar keinen Apfelsaft mehr anbiete? Die Apfelsafternte ist schlechtes ausgefallen. Die Bäume haben nicht genug Apfelsaft gegeben. Hab keinen mehr, gibt nichts mehr. Da sind die dran gewöhnt. Ich habe hier immer Apfelsaft gekriegt. Ja, gibt aber keinen mehr. Ach so, der will Geld, ne? 1 Euro. Ups. Jetzt bin ich so auf Betrügen aus. Hast mich jetzt angesteckt? Hi. Den bescheiß ich besser nicht. Der ist nee, Bienenmüsli. Der hat Kraft. Mach ich nicht. Aber die Milch habe ich doch aus dem Programm genommen, oder nicht? Komisch, ne? Dass die Sachen verlangt werden, obwohl sie gar nicht mehr im Regal stehen. Moment! Oder meinen die das hier?
Gibt nichts mehr, also kaufen Sie Seife. Sehr gut. Ja, Mozzarella, aber den habe ich doch aus dem Programm genommen. So, frei nach der Devise, wenn du das einmal im Laden hast, Pech gehabt. Du hast die Lizenz, dann musst du es anbieten. Fünfzig, 75, 80, 1, 2, 3, 4. So, die meckern auch, wenn man eine neue Lizenz holt, aber die Produkte noch nicht kauft. Das macht so gar keinen Sinn, als wüssten die, dass man gewisse Dinge anbieten könnte. Ja, ne? Ja, ich finde auch, das sollten sie eigentlich nicht machen, sondern es sollte so programmiert sein, dass wenn du ein Schild hast und das ist leer, dann kann man meckern. Aber du hast die Lizenz, also musst du es anbieten. Das haben wir jetzt in der Klatschpresse gelesen. Ich weiß nicht, also das gefällt mir auch nicht so richtig. Aber was willst du machen? Ist so programmiert. Man muss ja heute gestehen, es ist ja auch schon recht gut programmiert, ne? Weil ein Projekt ist ja jetzt mehrfach verschoben und jetzt auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Ne, Prison Architect 2 wollten wir ja eigentlich schon längst angefangen haben, aber das Spiel kommt ja nicht raus. Erst hatten sie es verschoben und dann hatten sie es nochmal. Nee, und jetzt haben sie es erstmal komplett gecancelt. City Skyline 2 hätten sie besser mal gecancelt, haben sie ja leider auf den Markt gebracht. Da frage ich mich auch, was da schiefgelaufen ist. Wenn ich mir angucke, wie die Busse fahren, ne, da denke ich mir doch, welcher Trottel hat das programmiert? Und vor allem, welcher Volltrottel hat das freigegeben und gesagt, ja, das machen wir. Genau so. Also da wurde auf allen Ebenen versagt, oder? Ich experimentiere da gerade an meiner Streamstadt rum. Weil ich auch nicht weiß, was ich da jetzt noch streamen soll in dem Spiel. Da kommt ja auch so gut wie nichts zu. Ist ja alles erstmal wieder gecancelt worden. Die DLCs kommen nicht und so weiter und so weiter. Dann haben sie die Wirtschaft neu gemacht. Da kann ich auch überhaupt nichts von feststellen. Außer, dass ich eine riesen Sterbewelle hatte. Aber das ist mittlerweile auch, die sind alle abtransportiert. Alles gut. Und ich habe mir jetzt mal die letzten Tage den Verkehr sehr detailliert angeguckt. Alto Belli, ist das schlecht programmiert, ey. Also so schlecht programmiert, dass ich überlegt habe, ob ich als nächstes vielleicht in die Spieleentwicklung-Industrie wechsle. Aber irgendwann muss ich bis zur Rente ja noch machen, ne? Ist zu teuer für dich. Ja, für andere nicht. Musst du mal ein bisschen arbeiten gehen, Mädchen. Hier siehst du, der kauft sich was. Sie können auch zu mir kommen, ich bin frei. Chips nicht finden, ja, weil die alle sind, schätze ich. Ah ja, die Leute werden langsam mottrig hier. Das finden wir alles nicht. Ist zu teuer. Aber wenn gar nichts mehr da ist, dann kauf das. Wette ich. Kartoffelsack nicht finden. Ja, ist wahrscheinlich alle, ne? Ich kann natürlich Kartoffeln bestellen. Das ist nicht das Problem. Die gehen ja doch relativ schnell weg. Aber du merkst, minus ein SP, minus ein SP. Womöglich habe ich einen Tag zu früh angefangen.
So. Boah, sieht das schlecht aus hier, ne? Aber dann kann man den Laden natürlich komplett neu strukturieren, ne? Wenn er weitestgehend leer ist. Aber ich befürchte, der geht nicht so richtig leer. Hier sind noch so viele Sachen. Guck mal, die ganzen Müslis zum Beispiel immer noch. Als wenn die gar keine Müslis mehr kaufen würden. Sonst füllst du den Mist immer auf. Ich kann die Schilder noch nicht wegmachen, weil ich jetzt noch. Guck mal, das, im Lager ist ja auch noch eine Menge, ne? Also, eins ist klar, zu teuer darf man die Sachen anscheinend nicht machen. Weil sonst werden die echt nicht mehr verkauft. Runde aktuell auf den nächsten 10-Cent-Betrag, spart kleines Kleingeld. Hatte ich auch eine ganz lange Zeit, ne? Wollte denn das Mehl plötzlich wieder her? Macht auch irgendwie Sinn. Dass man nicht mehr mit Cent und so weiter ausgeben muss, ja, da bin ich bei euch. Es wird aber nur nach oben gerundet, nie nach unten. Nee, 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 nach unten nicht. Das wäre ja geschäftsschädigend. Das machen wir nicht. Auf gar keinen Fall wird nach unten gerundet. Meine, man muss sich auch immer mal überlegen, ne, wie schaffen es die reichsten Menschen Deutschlands? Drei davon gehören zur Lebensmittelindustrie, also beziehungsweise zum Einzelhandel. Die schaffen das bestimmt nicht, weil die so eine geringe Gewinnmarge haben. Ne? So, wie ist denn der Tag gelaufen? Hier sieht es aber aus wie ein gerümpftes Hühnchen. Tag 164. Ja, Produkte nicht gefunden. Zu teuer. Na gut. Und ihr seht, von 7,7 auf 5,9. Also, man merkt, wird deutlich weniger verkauft. Und der nächste Tag.